Aliero, buonasera, ben ritrovati. Iskogen Tuesen, ja oitaven sinane speciale serata da un grande amico qui a Münchvela, Giovanni. Un bellissimo applauso. Buongiorno, buongiorno. Ciao, signor Giovanni. Sabino, buongiorno. Dalla Puglia, no? Sì, Lecce. In welcher Stadt? Lecce. Lecce? Oh, Lecce, il Lecce si è in Serie C. No, non ancora. Non ancora? So, gusto toscano. Gusto Varun? Toscano. Varun, gusto toscano? Gusto toscano, perché io abbiamo scelto una firma in Toscana, che ha damals, un danno, io abbiamo acquisito con Toscano, un danno, io abbiamo di nome con il ristorante Gusto Toscano, che è un danno libe di toscani su specialità. Toscani per me. Yeah, io ho idea, fortissimo, ma che di tagliolini alla chef si hanno specialità con Toscana. Già. Voi suono in desoma. Ok, grazie Giovanni, un sesen spetta. Danke, danke. Allora andiamo ragazzi, accendiamo. Ci siamo, sì. Prendiamo pomodorini. Ein Zwiebel. Besa 2. So. Lo schneide in der Mitte. Wie immer, ne? Piano, piano, langsam. So. Andiamo, andiamo, andiamo. Ecco fatto. Das ist eine meine Spezialität, das ist von meiner Rezeptin, ne? Das ist tagliolini. Tagliolini sind die frischen Nudeln, also sind ganz frisch. Ich habe in Münchvela die Nudeln nur frisch, ja? Tagliolino, da tagliatelle. Und dann haben wir auch Fisch. Ja, certamente. Magari ein bisschen Olivenöl in der Pfanne. So. Dann unsere Cipolla. In italienische Cipolla, eh? Muss ein bisschen italienisch auler. Oh, wie schnell, wie so stark. Mal ein bisschen weniger. Jawohl. Ein Knoblauch, ja. Nuovo di aroma, ne? Un bis pomodorini. Poi ti si ha una scena vetta, ragazzi? Un dise tagliolini alla chef. Ja, ich weiß, du jetzt sagst, wer sind die Chef? Ich? Wer sonst? So. Und so viel. So viel, so viel, so viel, geht nicht. So. Noch ein bisschen. Jetzt die Tomaten. Ich brauche Zeit, wo die Tomaten ein bisschen zusammen mit Zwiebeln. Hm? So. Und dolce simbundo. Unser spezielles Speck, das ist Pancetta. Italienische Pancetta. Das schmeckt ganz anders, weißt du? Mag ein kleines Stück. Das ist von Agrodolce, ne? Wenn du willst, diese Pancetta kommst du bei italienischen Lebensmitteln, die haben so immer sind dabei, ne? Oder machst du den Speck, kriegst du ein ganzes Stück von Speck, passt auch gut, aber nicht wie die Pancetta, ne? Das ist ganz anders. Machst du ein bisschen Pancetta drin. Ja.
normale, ma con sandwich, peperoncino, ma se insomma passano in finta che so, ma che di vasa, salsa, trin, fegesenit, udimma, vate, vendi vasa, vasa, che si, ma vendi vasa, coca, ja, ma che dice, massimal, slandis, sto, ma con si dice, scen, tagliolini. Aus extra, andise, sose, ma con si, ein bis, das ist nicht pesto, pesto sind ganz andere, ma che ein bis, basilikum trin, ja, zack, zack, no bisschen. So, ma che un bisschen pecorino, nicht parmigiano, io muss di pecorino passare, no? So, dice. Es ist gut auch, wenn die Tomaten ein bisschen. Ma in Brilli si inglese di Milano, ne bello. So, dis pecorino ia bei Giovanni Sinale Sprich, ne? Ai Liebe Junge. So, ma che in bisse pecorino. Pecorino grattugiato di sal Sardegna, ne? Sardine. Ja, das ist die richtig. Dis pecorino. Schade, wenn du zu Hause Riese nicht, ne? Das ist oh, bellissimo, hast du die Sardinien? So, ein bisschen pecorino, mal kurz trinken, hier. So, ein bisschen Olive. Andiamo qua, ragazzi. E voilà. So, ok, pronto. Yes, now pronto. So, di nutella che... Pasta, ragazzi, pasta di tagliolini. E avendo altro lusso come io, by Giovanni, un esen di se frisch tagliolini, ne? Da si stia a Sportplatz, ne? So... So, pasta dentro. Se vai 3 minuti vende esiste frisci noodle, ne? Bravo, mea nit, ne? So, wunderbar. Ich brauche ein bisschen Wasser von Nudel. So, eine. Zweimal. Ah, wie die Indianer sagen. Ja? So, die Knoblauch muss weg. Ja, nur die Aroma, habe ich gesagt. Ne? Lass ein bisschen kochen, noch zwei Minuten sind fertig. Mache. Siete Freunde von uns, wo essen kein Käse. Allora tu machst ein bisschen dabei ohne Käse und dann an die Ende machst du diese Präparat. Okay, ich habe schon früher gemacht, hier steht die Pesto ohne Käse sind da. Alles klar.
Warte noch zwei Minuten, sind fertig. Warte, pochettino. So, andiamo ragazzi, pasta pronta, eccoci qua. Leviamo, qua va benissimo. Noch ein bisschen gut di Wasser, warum sie kochen mit Nudeln? Nur ein bisschen, ja? Mag uns schön. Ich habe euch gesagt, das ist nicht richtig Pesto, das ist nur Basilikum und Käse. Das ist, ecco fatto. Voilà. Giriamo, gira, 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 gira. Andava. Pesto si nasce in Liguria. In Toscana esiste nicht Pesto, di Pesto normale va di Pinoli, Trin, sin ganz andere. So, jetzt andiamo. Lala. Pasta. Das ist ein bisschen. Andiamo, jawohl. Vabbè, su Hause proietto in Italia, pasta saltata, eh? Sonza questa un po' di... Dice, si stima di... So... Un bisschen... Ja, steht aus... So... Wunderbar. So, stark aus. Jetzt unser kleine Pesto. Es ist auch ein Stück, die Basilikum, ne? Nicht, kannst du nicht die ganz machen, ne? So, wunderbar, bellissimo. Voilà. So, ragazzi, eccoci qua. Un dolce in fondo, un bisschen olive. Un bisschen nicht viel, ne? Voilà. Voilà, siamo pronto e sico sico, eccoci qua. Mettiamo dulcis in fondo, ja, das ist ja pass, pecorino. A Sardegna, ein bisschen, so, nicht viel, bis Basilikum dabei, so, ragazzi, ah, che spettacolo, voilà, il piatto è pronto, tagliolini alla chef, fatti minciovela al gusto toscano, ciao, alla prossima!